Heutige Zeit, das ist das Kampffeld von Altem und Neuem und das, was uns eigentlich kribbelig macht, ist, dass so vieles Alte dauert und so vieles Neue nicht greifbar ist. Ja. Also die Zeit ist das Kampffeld sehr alter Widersprüche, die fortdauern und die, wie wir wissen, uns unser Leben verbrauchen, ohne dass wir sie zur Gänze erledigen. Die Übergangsgesellschaft, übrigens eine zeitkritische Replik auf Tschechows Drei Schwestern, ist im Jahre 1989 das meistgespielte Stück in der DDR. Mit gutem Grund. Wie klein diese Punkte sind, zwischen denen wir unsere Linien ziehen. Jeden Tag mit dem Lineal. Wie die Schulkinder. Diese Wahrheiten. Und nicht darüber hinaus. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Die Strichmännchen der Planung. Ja, Maria, wir sind diese Hülsen nicht. Mein Mann, dein Bruder, ist ein Chef mit Amt und Kragen. Er ist wild nach mir. Ich liebe ihn. Aber ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich bin nur bei ihm, weil ich ihn liebe. Das erträgt er nicht. Er möchte, dass ich ohne ihn nicht atmen kann. Dass ich seine starken Arme brauche. Er will die Macht. Es macht ihn rasend, dass mich sonst nichts hält. Er vergewaltigt mich. Er kann es gar nicht anders. Gesellschaftliche und private Vereinnahmung. Die Szene mündet in trotzige Ausbruchsfantasien. Aber ich bin frei. Ich bin an mir selber froh. Ich stehe offen da. Greif doch in mich hinein. Ich will alles aus mir holen. Meine Angst. Meine Lust. Meine Scheiße. Mein Blut. Ich will Tag und Nacht sein. Ich will über die Grenze gehen. Bevor sich aber die Übergangsgesellschaft den hochfliegenden Träumen überlassen kann, bricht das Alte in die Szene. Der 17. Juni 1953, im Herbst 1989, auf einer Bühne der DDR. Keiner rührt sich von der Stelle. Es geht auch anders, jetzt geht's los. Halt's Maul! Das ist eine andere Sprache. Versteht ihr das? Du kannst stehen. Aufgrund der Situation. Ich brauche euch das jetzt nicht zu erklären. Es ist jetzt nicht die Zeit danach. Ihr habt das einfach so entgegenzunehmen. Stellen wir den Betrieb um. Jetzt wird auf Weisung gehandelt. Die Bestimmungen des Kriegsrechts sind für alle bindend. Ist das Walter? Was wolltest du aufführen hier? Eine Revolte? Soll das eine Kommune werden? Du hast jetzt nicht das Wort. Du kennst die Unterstellungsverhältnisse nicht. Jeder mit jedem und einer mit allen, wie? Hure. Hast du mit dem Regisseur geschlafen? Distanziert dich, dem Deserteur! Yeah.
ist abgehauen. In Wiepe, der Schicks. Wolltest du ausreisen? Wie? Das erfahren wir. Du hast einen Antrag gestellt, gib deinen Ausweis ab. Hör doch auf, Mann. Theatererinnerungen an die Wirklichkeit. Und draußen derweil in diesem Herbst. Mit der DDR geht es erst richtig zu Ende, als ein literarisches Zitat von Johannes R. Becher die Sprechchöre bestimmt. Ein Vers aus der DDR-Hymne, der seit Jahren nicht mehr verwendet werden dürfte. Wir sind am Ende unserer Sendefolge über fast ein halbes Jahrhundert deutscher, deutschsprachiger Literatur. Erinnern Sie sich noch an das erste Bild der ersten Folge? Nach der Wende und noch vor der Vereinigung entbrennt ein deutsch-deutscher Literaturstreit. Er dauert an, er wird weiter andauern, er ist nicht mehr Thema dieser historischen Dokumentation. Die lastenden Fragen, die dieser Streit aufgeworfen hat, die zweifelnden und die hochmütigen Antworten, sie alle sind enthalten in einem Gedicht, so knapp wie nirgend sonst, so böse auch, so deprimiert und dann doch wieder nicht ganz hoffnungslos, in einem Gedicht, das Volker Braun dem sich vereinigenden Deutschland ins neu ausgestellte Stammbuch geschrieben hat. Da bin ich noch. Mein Land geht in den Westen. Krieg den Hütten, Friede den Palästen. Ich selber habe ihm den Tritt versetzt. Es wirft sich weg und seine magre Zierde. Dem Winter folgt der Sommer der Begierde und ich kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und unverständlich wird mein ganzer Text. Was ich niemals besaß, wird mir entrissen. Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen. Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle. Mein Eigentum, jetzt habt ihr's auf der Kralle. Wann sag ich wieder mein und meine alle?